ist es dann. Da ist es so, wie es ist. 68, 65 für Armin. Das müssen aber erstmal die anderen Boliden bringen. Ja, das ist mal ein guter Vergleich. Wenn der Oldtimer CT 323 mit 12 nach vorne geht, der John Deere sich dann ebenfalls versinkt hier in den wunderbaren Stadtboden von Goldenens 7043. Thomas Pohl wird der Dritte sein, der ins Stecken geht. Taxer, der kurz vor der 80-Meter-Marke. Da muss er drüber weg und das ist nicht passiert. Damit ist er mit 80,99 Meter. Sie geht nach rechts außen, kriegt wieder Griff. Meistens erholen sie sich dann in der 80-Meter-Marke. Und das tut er. Und er zieht durch. Kein Zweifel, glaube ich, daran, dass hier nicht der Vollpol erreicht wird. Lasse Gecken! Vielen Dank! Mein lieber Sebastian, vielen Dank für deinen heutigen Nachmittag hier bei meiner gemeinsamen Renovation. Da habe ich mich schon ein halbes Jahr drauf gefreut, dass wir beide wieder hier an der Bahn stehen und moderieren. Und wir haben ja erst die Saison eröffnet und es wird weitergehen. Und bereite dich mal auf dein Treffen um Schmolde vor. Das tust du ganz besonders. Mein Sebastian. Ja, Sebastian hat es gesagt, der kleine Bremswagen kann einpacken, hoffentlich, denke ich. Hier ist dann auch bei 65-36 Schluss in der 12er-Klasse. Ein Starter ist dort noch. Dann gehen wir immer recht zögerlich. Da kriegt der Schwung drauf. Will in die goldene Mitte fahren. Und irgendetwas fällt dort fest. Kriegt sich aber wieder zu halten, die 70-Meter-Marke. Bringt ihn zum Stehen, wie alle anderen auch. Wir kommen zum Stechen, 71. 71,90. Lasse Gecken, links, rechts, außen. Hat genau beobachtet, wie er dort in die 100-Meter-Marke gefahren ist. Bekommt natürlich dort mehr Griff, da ist die Bahn nicht aufgewühlt. Und die 70 Meter halten ihm noch fest. 74,02. 74,02. Jetzt geht's in den Tunnel auf. 12. Runden. Wie wird's ausgehen? 74. Das sind aber eine Rücke. 74. 75 Sieger hier in der 12. Klasse. David fährt sich auf Platz 1, Platz 2 Lasse und der dritte Platz an Thomas Pohl. Wohlverdient. Und das Starfoto. Na noch? Ja, das sieht man ganz deutlich, wie das Erdreich sich jetzt hier immer mehr vor den Schleppel häuft. Entscheidend ist aber immer wieder noch die 80-Meter-Marke. Die 70er. Und da kriegt René wieder zu stehen. 74,24. Geht's hier schon beim Ziel in der 14-Ton-Klasse. Lasse Gecken, der kreuz und quer zieht und umherum. 74,05, 08. Jetzt ist Schluss. 74,13. 74,13. Neuer Versuch. Tommy.
sieht es dann so aus, dass er zu kämpfen hat. Er holt sich dann wieder in der 40er Marke. Und er bewegt sich dann nicht mehr. Dann ist aber auch gut. Weiß, jeder Zentimeter zählt. 56,43. 56,43. 410 PS zu den 500 und eine Menge Butterboden geht hier nach vorne. Ich schätze mal so 4 Tonnen liegen davor. 54,32. Komm gut nach Hause, vielen Dank für die Unterstützung. 54,53, da hätte man nur gedacht, so ein Monster. Oder 4000. Oh, da geht der Lipschi quer über die Bahn, lässt sich das nicht nachsagen. Der fährt nicht über das Aufgewühlte. Die 50 Meter Marke ist durchbrochen. 54, 56, jawohl, Platz 1, Lipschi gefahren, 56, 43, 10 cm über Tommy Lipschi, Platz 1.